Und das nächste Halbfinale ist gestartet, Halbfinale Nummer 6. Die Boys Girls 11 bis 12 auf der Strecke und mit dem besten Start, das ist die Nummer 2, die als erstes über die ersten großen Hügel geht. Das müsste Jona Broschstein auf Platz Nummer 1, gefolgt von Anastasia Frieser und der E5 hier in der ersten Kurve. Aber Jona Brosch kommt als erstes wieder raus. Jona Brosch auf Platz Nummer 1, auf der 2, Anastasia Frieser. Jetzt mit der Innenbahn und mehr Speed kann sie schaffen, hier nach vorne durchzugehen. Dichter hinter die Nummer 3, Kieler Schlapper auch, er versucht nochmal nach vorne durchzukommen, aber Jona Brosch verteidigt gut, bleibt auf der 1, geht über die dritte Gerade als Erstplatzierter in die letzte Kurve rein. Jona Brosch auf der 1, Anastasia Frieson auf der 2, dann Kieler Schlapper auf der 3, auf der 4 dann ist es die Nummer 7. Die Nummer 7 hier auf Platz Nummer 4, der als letzter weiterkommen würde ins Finale. Und es bleibt bei Jona Brosch, der das Halbfinale gewinnt.